Ich werde aber zuerst Eladan fertig machen, bevor ich nach Kadera gehe. Und da wären wir zurück. Nein, ich will nicht schnell reisen. Ja. Wo müssen wir da wieder eigentlich hin? Ganz dämlich mal gefragt. Da vorne. Okay. Ein bisschen weitläufig hier. Temperaturen steigen an. Was du nicht sagst. Wenn du mein Bergungsgut anrührst. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ah ja, mit der muss ich reden. Sie haben bisher die Gangbosse und den Wurm überlebt. Ich bin beeindruckt. Was ist aus Ihrer Kollegin geworden? Lietta. Die Angara? Wer will das wissen? Ich. Lietta hat schon genug durchgemacht. Auch ohne einen Pathfinder, der hinter ihr herschnüffelt. Sie hat hier einen Freund, der sich Sorgen um sie macht. Er möchte nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Ach ja? Und wo war er, als Lieta ihn gebraucht hätte? Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Weiß ich nicht. Ihr Schiff war weg, also habe ich sie nach Kadara geflogen, ohne Fragen zu stellen. Reden Sie mit Colt Dalton, wenn Sie mehr wissen wollen. Er leitet die Docks auf Kadara. Niemand kommt von dort weg, ohne dass er es mitkriegt. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Okay, das heißt, hier geht's dann nicht weiter mit dieser Mission. Ich möchte das Serum an einem lebenden Subjekt testen. Aber wir brauchen einen guten Kandidaten. Scannen Sie die Plünderer im Per. Ah, das ist hier vorne, okay. Na, dann werden wir mal schauen, ob wir einen passenden Kandidaten für das Serum finden. Ich habe gehört, du hast Kles getötet. Der Wurm hätte mich beinahe. Ich war's nicht. Ich habe nichts getan. Okay, Sie haben nichts getan. Gut, sagen Sie ihnen das, wenn Sie kommen. Okay. Der ist perfekt. Sie brauchen seine Zustimmung, um ihm das Serum zu verabreichen. Ich weiß nicht, wir was werden die ihn ihnen nicht dazu gesagt zwingen. Haben. Ich hab nichts. Ich will Ihnen nur dieses Medikament geben. Sie werden sich dann besser fühlen. Besser? So gut habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt. Ich will Ihr verdammtes Medikament nicht. Mit diesem Medikament fühlen Sie sich wieder normal und können ein neues Leben anfangen. Ein Leben als Arbeitssklave der Nexus, bei dem ich mich zu Tode langweile? Nein, danke. Ich bin jetzt frei wie ein Vogel. Und verdammt, das fühlt sich gut an. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Lassen Sie uns alle in Ruhe. Wir sind zufrieden damit, wie wir jetzt sind. Was ist, wenn Ihr Gehirn noch weiter verkümmert? So können Sie nicht leben. Nehmen Sie das Serum. Und wenn ich mich weigere? Ich werde Sie nicht zwingen. Aber es wäre ein großer Fehler. Sie gehen mir auf die Nerven. Okay, geben Sie das blöde Ding her. Endlich. Sie lassen mich in Ruhe. Und jetzt hauen Sie ab. Die Lexi klingt leicht genervt. Wo muss ich als nächstes hin?
Okay. Das ist ihre Krankheit. Wirklich? Ich bin nicht ganz sicher. Ich überwache seine Fortschritte und sende Ihnen meine Resultate. Danke, Ryder. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Das ist also Illadan. Hübsch bis jetzt. Was gibt es hier noch? Außer Sand. Der Reliktmonolith liegt nahe, dass der Planet in der Tat als goldene Welt vorgesehen war. Außerdem müsste es ein Gewölbe geben. Des Weiteren liegt hier das große Reliktwrack, das wir bei der Landung gesehen haben. Hoffentlich verlassen? Den Scans zufolge nicht. Plünderer und Reliktbots sind dort aktiv. Hier haben Plünderer ein verlassenes Lager zwischen den beiden übernommen. In dieser Richtung, in einem der Krater des Planeten, liegt Neu-Tuchanka, die Kolonie der Kroganer. Krater? Das wird bestimmt lustig. Nicht wirklich. Illadan ist an seinen Schwestermond und diesen Gasgiganten rotationsgebunden. Diese Seite des Mondes kühlt niemals ab. Wer ohne Unterschlupf in einem Krater festsitzt, ist dem sicheren Tod geweiht, weil sein Blut nach 75 Sekunden zu kochen beginnt. Und nach dieser aufmunternden Information begeben wir uns nun in das klimatisierte Paradies des Nomad. Ja, könnte man so sagen. Ah, dann schauen wir mal. Temperatur. Beziehungsweise Moment, ich habe 3 medizinische Vorräte doch hier. Ah ja, okay. Wusste ich doch, dass ich da drüben schon war. Lieber das. Von wo kommt der? Das war's. Den Rest erledigt der Schamane. Okay. Ja, der Schamane. Was ist hier unten? Ah, machen wir mal hier unten weiter. Tag auch. Auf Aya gibt es auch solche Felsformationen. Sie sind allerdings nicht annähernd so groß. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Wir haben den Nafpunkt erreicht, den uns Dr. Garnar gegeben hat. Das kroganische Terminal müsste irgendwo in der Nähe sein. Okay. Augen auf, die Leute. Umgebungstemperatur ist im normalen Bereich. Das ist das aktive Terminal. Ich beginne mit dem Download. Verstärkung! Verstärkung!
Ach, ich liebe es, wenn ich einen Krogana dabei habe. Das sind immer die geilsten, die besten. Wie läuft's, Sam? Komm schon, wie groß sind diese Dateien? Ausgesprochen groß. Darüber hinaus sind in diesem Terminal 15 Exabyte Daten gespeichert und ich kann nicht beurteilen, welche von ihnen richtig sind. Verdammt! Daran hätte ich denken müssen! Nicht. Kannst du schon sagen, was all diese Daten enthalten? Ich hoffe, sie waren es wert, dafür beinahe getötet zu werden. Die meisten sind verschlüsselt, aber einige Begriffe stechen heraus. Organischer Supersoldat. Rein. Gute Arbeit! Okidok. Damit haben wir das hier auch eingesammelt. Moment. Temperaturen steigen an. Na ja, komm, machen wir hier weiter. Wo fahren wir als erstes hin? Ich würde sagen ganz nach Süden, weil hier ist ein netter Monolith. Den würde ich dann als erstes mal aktivieren. Wir haben hier zwar noch die Absteige, aber ne, zuerst der Monolith. Okidok. Und hier ist auch schon der Monolith. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. Ich verstehe. So läuft das. Das war Nummer 1. Nummer 2. Ich muss da hinten hoch. Okay. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Höfen. Okay. Es hat geklappt. Gut gemacht. Damit ist dieser Monolith aktiviert. Müssen wir als nächstes hin? Ah, okay. Konstrukt heraus. Wir sollten die Gesetzlosen aufscheuchen.
Machen wir doch glatt. Gibt's hier diese? Sieht so aus, als ob es hier die medizinischen Vorräte gibt. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Das ist die Basis, die wir für Barrett räumen sollen. Der Standort ist perfekt. Und man hat einen guten Blick auf das umliegende Gebiet. Kein Wunder, dass sie so scharf auf diese Basis sind. Ach, verdammt. Damit habe ich allerdings jetzt auch nicht gerechnet, dass da gleich wieder so ein Kampfläufer kommt. Motoren steigen an. Ah, komm her. Das ist der Ort, in dem Barrett umziehen will. Geht doch. Sind das alle? Das war viel zu leicht. Entdeckt. Im Anflug. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ha, ihr habt doch nichts drauf. Das Risiko nicht selbst eingehen wollte. Die Temperatur steigt, Pathfinder.
okay. Das war der letzte. Da musste ich noch nicht mal einen Schuss abgeben beim letzten. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Hey, Pathfinder. Leben Sie noch? Die Basis ist gesichert. Genau wie Sie wollten. Fantastisch. Wir fangen sofort mit den Vorbereitungen für unseren Umzug an. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Wir haben hier vielleicht noch ein paar Dinge, die Sie brauchen können. Barrett Ende. Okay. Sind wir bei einer Lebensqualität von 25%. Raus. 25% Lebensqualität, das ist nicht schlecht. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Und tschüss. So, jetzt wo ist diese Pflanzenprobe? Aber zuerst, ich habe ein Level abbekommen, das ist sehr schön. Oh, 12 Punkte zu verteilen, cool. Dann werden wir jetzt zuerst mal unsere Begleitung aufleveln. Ah, okay, verstehe. Lieber die Fitness. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Na, da war's er. Sieht aus wie eine Zwiebel. Eine zu groß geratene Zwiebel. Mal ein bisschen näher daran.
steht etwas über Isabel. Ich aktualisiere Ihr Interface mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Wir haben sie fast. Okay. Ah, da vorne. Ah, da unten, okay. Sind wir eingeladen worden. Ah, toll. Da muss man zuerst mal ein paar Leute killen, damit man eingeladen wird. So, so. Sie sind also von der Nexus. Das hätte ich mir ja denken können. Und nur damit Sie es wissen, ich verkaufe aus Prinzip nicht an Ihresgleichen. Falls Sie Isabel sind, Ihr Bruder schickt mich. Kent? Warum? Er will, dass Sie mit ihm nach Kedera zurückkehren. Tja, Sie können ihm ausrichten, dass ich nirgendwo hingehen werde. Auf der Nexus war ich die Assistentin eines Händlers. Auf Kedera habe ich Botengänge gemacht. Jetzt versorge ich die mächtigsten Gangbosse auf ihr Laden mit Waffen. Ich genieße Vorteile und erhalte Schutz. Niemand würde es wagen, mich auch nur anzurühren. Ich bekomme endlich den Respekt, den ich verdiene. Und das Beste daran ist, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Nexus-Arschkriechern unterhalten. Abgesehen von jetzt gerade, natürlich. Kent wartet auf Sie. Lassen Sie sich Ihre einzige Chance, von diesem Planeten runterzukommen, nicht entgehen. Er ist jetzt mein Zuhause. Ob es mir nun gefällt oder nicht. Ich habe keinen Grund, wegzugehen. Kent ist den ganzen Weg von der Nexus hierher geflogen. Er ist bereit, sein Leben für Sie aufzugeben. Ist das nicht Grund genug? Sie sind eine echte Nervensäge, wissen Sie das? Danke. Na schön. Die Hitze hier geht mir sowieso langsam auf die Nerven. Ich werde meinem Bruder eine Nachricht schicken. Und jetzt verschwinden Sie. Okidok. Damit wäre das auch erledigt. Ach ja. So könnte es in jedem Game, in jeder Mission laufen, wie am Schnürchen. Schwere Temperaturen über dem Normalwert. Das wäre doch schön.